Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cyberpunk. Wir sind hier in der Pampa draußen und treffen uns am frühen Abend mit Judy. Ihr habt noch gesehen, ich kann das Telefon jetzt gerade nicht angucken. Zwei Nachrichten waren da noch. Wieder einmal außerhalb des Videos wurde ich angerufen von El Capitan, der irgendeinen Auftrag hat. Ist jetzt aber unwichtig, ich will mich mit Judy treffen. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Vor allem, was sie hier draußen will. Das, I don't know. Was die hier in der Pampa draußen von mir möchte. Uiuiuiui. Ja, okay. Ja, du fahr. Wie? Oder ist das Motorrad kaputt? Ich muss wahrscheinlich laufen. Okay. Gut, dann laufen wir halt. Was ist das für ein Haus? Warte auf Judy. Okay. Kann ich das hier oben machen? Warten. Ja, dann machen wir das. Warten wir auf die liebe Judy. Ich weiß nicht, ob sie noch mehr Missionen auf Lager hat. Aber sie ist noch nicht da. Ah, doch. Wie? Du bist echt gekommen. Willst du tauchen gehen? Du meinst, trotz all dem Scheiß, den wir durchhaben? Ach, komm schon. Red keinen Blödsinn. Was machen wir? Also, verrätst du mir jetzt, was wir hier machen? Pass auf. Ich habe in letzter Zeit viel an Virtus getüftelt und weiß jetzt, wie man die Erfahrungen zweier Leute gleichzeitig aufzeichnet. Ich dachte, wir könnten es ausprobieren. Natürlich nur, wenn du willst. Warum hier? Ja. Und wo zum Fix sind wir? Klingt, als könnten wir das überall machen. Warum sind wir hier draußen? Die Hütte gehörte einem Bekannten von mir. Doch jetzt ist sie verlassen. Daher kann ich sie hin und wieder nutzen. Und dort willst du die Virtu drehen? Nein, wir drehen alles unter Wasser. Nein, vergiss es. Scheiß Idee. Sag ihr, sie soll sich einen anderen Blöden suchen. Wie sieht's aus? Machst du mit? Ja. Na klar, bin dabei. Super. Gehen wir. Ich hab die Hardware hier. Könnte interessant werden. Einen knackigen Popo hat sie ja schon mal. Aber mein Herz gehört Panam. Geh mit Judy ans Seeufer. Okay. Zieh dich um, Landratte. Okay. Was muss ich denn an... Ah, hier, guck mal. Auch ein Anzug. Natürlich mit. Verbinde dich. Gut. Okay. Dann mal los. Arschkalte Brühe. Ich komme. Gut. Es kann losgehen. Du zuerst. Ins Wasser ein. Und hopp. Bleib dicht hinter mir und tauch nicht so schnell nach unten. Okay. Unter Wasser mit X. Wohin genau wollen wir? Bis etwa zur Hälfte der tiefsten Stelle. Ist es pechschwarz, aber es gibt kaum Strömung. Sollte sicher sein. Okay. Willst du die genauen Koordinaten? Nein, wozu? Ich bleib einfach in deiner Nähe. Okidoki. Sehr gut. Klingt, als wären BDs für dich mehr als nur etwas, von dem du lebst. Virtus bedeuten dir mehr als nur das schnelle Geld, hm? Natürlich. Denk an Gemälde, Songs. All das soll menschliche Gefühle ansprechen. Stimmt. So funktioniert jede Art von Kreativität. Straße? Genau. Kunst ist ein Behältnis. Ein Auslöser für Gefühle. Und BDs sind Gefühle in Reinform. Können wir nicht ein bisschen schneller schwimmen? Judy. Warum ist hier unten eine Straße in dem See? Und... Oh, shit. Da wären wir. Hier. Da unten ist aber nur noch dunkel. Ich bin her und sieh mich direkt an, okay? Sehr gut. Super. Das Signal ist stabil. Jetzt nur noch ein paar Basischecks. Okay. Ich muss die Ausrüstung kalibrieren. Ja, dann mach. Zuerst die Bewegungssensoren und das Aufnahmezeug.
Schwimm mal im Kreis um mich herum. Im Kreise Judy. Okay. Oh. Sehr gut, das hat geklappt. Jetzt hier, Herr V. Wohin? Jetzt? Soundcheck. Ich summe ein Lied, du sagst mir, welches es ist. Pass auf. Ich kann's dir vorsummen. Den Song kenne ich nicht. Aber ich hab dich gehört. Es klang so. Alter, ist das cringe. Okay, alles synchron und abgestimmt. Okay, das sollte reichen. Was jetzt? Gleich kriegst du was zu sehen. Achtung. What the hell? Was machst du, Judy? Und jetzt gut festhalten, okay? Festhalten? Aber was ist denn los? Wo muss ich mich festhalten? Hier? Ich check's nicht. Hier. Ab nach unten. Nach unten? Ja. Was guckst du mich so komisch an, Judy? Was machen wir hier? Okay, wir sind aber. Beeindruckend, oder? Häuser? Das ist unglaublich. Was ist das? Unser ganz eigenes Atlantis. Der Ort hieß Laguna Bend. Noch vor 15 Jahren wohnten hier Menschen. Okay. Du hast irgendeine Bindung zu diesem Ort, oder? Allerdings. Ich bin hier aufgewachsen. Ich war nicht hier, seit Laguna Bend von der Karte verschwand. Ja, dann legen wir los. Klingt Nova. Tun wir's. Klingt Nova. Was ist das denn für ein Begriff? Ich habe diesen Moment der Rückkehr so oft im Kopf durchgespielt. Hat Jahre gedauert, ehe ich den Mut fassen konnte, herzukommen. Warum warst du nicht schon früher hier? Gute Frage. Ich würde ja sagen, ich hatte keine Zeit, keine Ausrüstung, die Sterne standen falsch. Aber die Wahrheit ist, es fühlte sich komisch an. Es ist auch komisch, Judy. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also Cyberpunk hat immer wieder eine Überraschung bereit. Ein Stadtteil unter Wasser. Aber warum? Das frage ich mich. Warum ist denn der Stadtteil hier unter Wasser? Was machst du jetzt? Ah, ist wie den Rückweg. Nur bei Steiner, bester Laden der Stadt und der einzige. Die Burger waren mittelmäßig, zu fettig und groß. Jetzt weiß ich das. Aber früher waren sie das Beste, was ich je zwischen die Zähne kriegen konnte. Und Hinweise suchen. Habe ich gewohnt. Zusammen mit meinen Großeltern. Aber sag Bescheid, wenn du weiter willst. Suche bei Judys Haus und am Diner nach Hinweisen. Was liegt denn hier unter Wasser? Da ist was? Alte Kamera? Ich hab hier was. Sieht aus wie eine alte Kamera. DPI 350. Echte Antiquität. Gefällt sie dir? Dein Ernst? Die ist großartig. Okay. Dann nehmen wir sie mit. Was ist da? Fotorahmen. Komischer Ort für ein gerahmtes Bild. Das Wasser hat es bestimmt aus einem Haus geschwemmt. Kann man was erkennen? Nein, nicht wirklich. Okay. Noch mehr, hat es noch mehr Hinweise? Das Schild da ist ein Hinweis. Vielleicht muss ich ein bisschen näher rangehen, genau. Sieht aus, als hätte das mal zu deinem tollen Diner gehört.
Kindheit hat wie Scop Dogs von Capitan Caliente geschmeckt. Mit Habanero-Soße extra scharf. Besonders lecker, wenn man sie vom Stand geklaut hat. Es muss richtig brennen. Wie sagt man? Es ist nicht Caliente, wenn's nicht brennt. Rein wie raus. Ja, perfekt. Schwimmen wir ein bisschen schneller. Hier hinten ist wahrscheinlich noch... Ja, genau. Ein alter Hockeyschläger. Ja, wunderbar. Okay. Hockeyschläger? Gab's hier eine Eisbahn? Schön wär's. Wir haben auf Rollerblades gespielt. Genug gelabert, Almaras. An dir verlieren wir doch. Komme! Komme! Die sind so gut wie erledigt. Also, willst du mit mir gehen? Sorry, ich muss los. Die rufen mich. Okay. Dann reden wir mal mit Judy. Lass weitergehen. Lass uns weiterschwimmen. Aye, aye, Captain. Mir nach. Wie lange willst du hier unten bleiben, Judy? Beziehungsweise, was hast du vor? Suchen wir hier irgendwas Bestimmtes? Nein, aber umsehen können wir uns trotzdem. Ist doch schön ruhig hier. Fast als wären wir jenseits von Raum und Zeit. Wie in der Schneekugel. Mal sehen, was wir noch so alles finden. Okay, wie in einer... Ist das eine Kirche, oder? Komm, mach hin, Judy. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Was haben wir hier noch? Die Tankstelle, wunderbar. Ja? Schrottautos, okay. Suche bei der Tankstelle nach Hinweisen. Ich verstehe nicht, wie man ausgerechnet sein Auto zurücklassen kann, wenn man zügig verschwinden muss. Hey, was denkst du denn, wie alt ich bin? Die Schrottkarren haben 50 Jahre auf dem Buckel. Die standen hier schon, als ich noch ein Kind war. Sahen damals genauso aus. Aber waren eine echt gute Deckung beim Max-Tag und Psychos-Spielen. Okay, dann haben wir hier noch einen Regenschirm. Ich kann mir nichts vorstellen, dass in einer Unterwasserwelt so viel am Platz ist. Ja. Wasserflaschen? Touché, Judy. Touché. So, noch was? Vielleicht über der Tankstelle? Nein. Okay, dann reden wir mit Judy. Ich will wissen, was noch auf uns wartet. Na dann komm, ich will dir was zeigen. Fühlt sich echt komisch an, hier durchzuschwimmen. Wo du früher gerannt bist, wo sich dein Leben abgespielt hat. Kannst mir vorstellen. Gehen wir wahrscheinlich hier rein, ne? Ich frag mich, ob das eine Kirche, Rathaus, irgendwas... Die Kirche sieht aus wie früher. Ah. Die war schon immer alt und sah aus wie von Aliens erbaut. Und die Glocken hatten Risse. Klang voll gruselig und irgendwie schief. Komisch. Bis eben hatte ich das vergessen. Jetzt kann ich sie beinahe hören. Ich höre sie auch. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, ich höre die Glocken auch. Echt? Du hörst meine Erinnerung? Vielleicht eine Nebenwirkung? Ich habe alle deine Erinnerungen gehört. Ist ja nicht mal Vielleicht probiert. Führt ein anderer Weg rein. Versuchen kannst du's. Verschaffe dir zu. Bist du gerne hergekommen? Ich war nie wirklich hier. Hab die Kirche nie richtig bemerkt. Sie war einfach nur da. Als wir erfuhren, dass sie Laguna Bend fluten wollen, haben die Leute hier den Protest organisiert. Hat er irgendwas gebracht? Sieh dich um. Scheint nicht so. Okay, hier kommt man nirgends rein. Vielleicht hier irgendwo ein Loch oder so? I don't know. Man sieht halt nicht viel, ne? Wie kommt man denn in die Kirche rein? Judy, du kannst mir ruhig helfen suchen, ne? Ist nicht verboten. Schaff dir Zutritt zur Kirche, ja. Ah, guck mal. Hier ist eine Öffnung. Ich glaube, da können wir durchschlüpfen. Ja, also so dick sind wir jetzt auch nicht. Dass wir da nicht durchpassen. Hä? Ah, die ist von oben reingekommen. Ich halt von da. Hier drin, als keiner da war.
standen und dachte, was dem Padre wohl durch den Kopf geht, wenn er all die Leute ansieht. Hab mich gefragt, wie er die Gedanken der Leute liest, weil er alles über sie wusste. Ich hab geschrien wie am Spieß, um die Akustik zu checken. Eddies. Keiner hat dich verjagt? Keiner hat dich verjagt? Ich bin weggerannt. Das Echo hat mir eine scheiß Angst entgejagt. Ich glaube, es war, weil ich in Jenny Chapman verknallt war. Wollte die Schuld wegschreien. Und sie ist um die Ohren geflogen. Ach wie? Warum jetzt? Idiot. Und jetzt Loading Screen. Perfekt. Genau das, was ich gebraucht habe. Ein Loading Screen. Oh, Gott sei Dank. Du lebst. Ja, wie hast du mich rausgezogen? Wie hast du mich rausgeholt? Weiß nicht mehr. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe einfach funktioniert. Hey, langsam. Ganz ruhig. Ich schätze, du hast mir das Leben gerettet. Danke. Hab's dir gesagt, im Giftmüll zu tauchen ist eine blöde Idee. Aber nein, auf mich hört ja keiner. Halt dein Maul, Johnny. War das dein Konstrukt? Ignorier ihn. Ignorier sein Gejammer. Unser Verhältnis ist kompliziert. Was mache ich hier noch? Du solltest lieber noch nicht in die Stadt zurück. Ich bin auch müde. Hab jetzt keine Lust zu fahren. Lass uns doch heute Nacht hier bleiben. Was meinst du? Ja, gut. Warum eigentlich nicht? Wem gehörte das Haus? Wem gehört das Haus? Du sagtest, du kennst den Besitzer. Einer unserer Nachbarn wollte unbedingt in Laguna Bend bleiben. Die Bullen haben ihn aus dem Haus gezerrt, als das Wasser kam. Also baute er sich ein neues, so nah wie es ging. Aber dann wurde er krank. Damals war das Wasser noch viel giftiger. Hätte ich gewusst, dass das giftiges Wasser ist? Wäre ich nicht mitgekommen, Judy. Zeig mal hier mal noch die SMS'en. Du musst furchtbar frieren. Ich brühe was auf. Mach das. Ich kann das Telefon nicht abchecken. Mit Milch und Zucker. Milch und Zucker, bitte. Das volle Programm, hm? Ja, wenn, dann richtig. Eigentlich trinke ich keinen Kaffee, aber... Ja. Danach wird man ja nicht gefragt. Hab den Generator vergessen. Ich kann ihn anschalten. Du solltest langsam machen. Immer schön vorsichtig. Starte den Generator. Gut. Gehen wir mal raus. Die Gefühlswellentransmitter hätten noch besser getuned werden können. Die waren manchmal ziemlich heftig. Wir haben Strom. So. Sei vorsichtig. Was? Judy? Scheiße. Hast du was gesagt? Wie war das? Ich konnte dich nicht richtig hören. Ist irgendwas? Nein, alles gut. Ja. Wir sind noch synchron. Erzähl keinen Scheiß. Wir sind noch synchron. Schon vergessen? Das Clouds ist am Ende. Die Tiger Claws haben sich wegen Hiromi und den anderen gerecht. Gab eine Schießerei. Tom ist tot. Roxanne hat gerade so überlebt. Der Laden ist vorerst geschlossen. Will nicht drüber reden oder nachdenken. Ich wollte es dir nicht sagen. Damit du nicht denkst, ich mach dir Vorwürfe. Wie kommst du drauf, ich könnte das denken? Weiß nicht, ich... Lass uns das Thema wechseln. Ja gut. Zieh dir mal was an. Ich glaube, ich leg mich hin. Bin müde. Ja, okay. Mach das. Zieh dir was an. Muss ich jetzt mitgehen oder... Sofa schlafen. Hat sie kein Bett? Judy. Es hat ein Bett. Kann ich mit dir reden? Ah, die Tossi nervt mich.
Lass uns einfach abhauen. Aber weck sie nicht auf. Ich lasse sie nicht allein. Ich bin ein guter Freund, ich lasse sie nicht allein. Ich doch. Ich lasse sie jedenfalls nicht mitten im Nirgendwo allein. Ach, ich kann nicht mit dir reden, wenn du so sentimental bist. Schlaf wenigstens, damit mir das Streiten erspart bleibt. Gut, die hat uns wahrscheinlich noch gehört. Geh ins Bett. Ja, dann machen wir das doch. Doppelbett und Judy geht auf die dreckige Couch. Perfekt. Naja. Die Poster sind auch gut. Jetzt kommt wieder ein Loading Screen wahrscheinlich. Nee. Black Screen. Auch gut. Alright. Meine Kleider. Das sind nicht meine Kleider. Ich habe definitiv keinen BH an. Finde Judy. Ja, guck mal. Ich habe mir noch nichts angezogen. Dich ein bisschen zu mir? Ja, okay. Morgen. Endlich. Weißt du, ich glaube, ich habe mich gestern entschieden. Ich habe dich angerufen, um mich zu verabschieden. Die Stadt hat mich zerkaut und spuckt mich jetzt aus. Was willst du damit sagen? Bist du verrückt? Du meinst, du willst abhauen? Jetzt gleich? Ich hatte dieses skurrile Gespräch mit einer Puppe. Hat mir gesagt, ich soll kämpfen. Und ich dachte, wofür? Und jetzt, wo ich weiß, wozu das alles. Freundschaft. Vertrauen. Jetzt willst du abhauen? Wir können doch in Kontakt bleiben. Gib mir deine Hand, Bee. Okay. Oh, jetzt habe ich getrunken. Perfekt. Was machst du? Das war's schon. Glückwunsch. Du hast jetzt Zugang zu meiner Wohnung. Oh, du willst, dass ich einziehe? Wenn du das willst. Oder komm einfach vorbei, wenn du magst. Sicher? Ganz sicher? So lange kennen wir uns ja noch nicht. Ich mag dich. Du bist ein echter Freund. Aus meiner Sicht gibt's nichts weiter zu überlegen. Pass auf dich auf, Bee. Das war's? Wirklich? Unser letztes Treffen? Noch vor einer Minute schienst du nicht so entschlossen. Kein Grund zu warten. Ich bleib noch ein paar Tage hier. Dann hau ich ab. War schön, dich zu kennen, Bee. Bis dann. Und meld dich mal übers Holo. Okay. Bis dann, Judy. Judy gegen Night City. Schließe Judy Alvarez Storyline ab. Hätten wir das auch erledigt. Wow. Okay. Schade, weil Judy war ein cooler Charakter im Spiel. Die ist jetzt halt weg. Echt schade. Lol, plötzlich ist mein Motorrad hier hinten. Ja, ich will jetzt hier noch das El Capitan. Ja, der hat mich noch außerhalb des letzten Videos angerufen. Der Mensch hat einen gefallen. Ja, keinen Bock. Was machen wir im nächsten Part? Das ist jetzt natürlich die große Frage. Wir haben nicht mehr viel offen. Wir haben eigentlich gar nichts mehr offen, ne? Doch, hier, begib dich zu den Koordinaten von Nancy. Das mit Swedenborg. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich das Einzige, was noch so richtig offen ist. 2 Kilometer entfernt. Ich muss mir auf der Karte noch eine Schnellreisestation markieren. Die ist ja zum Glück in der Nähe. Und da würde ich sagen, treffen wir uns das nächste Mal bei den Koordinaten von Nancy. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.